Im Jahre 1994 entstanden zum ersten Mal die Filmaufnahmen des Holzhauer Skifaschings für die Zuschauer von Kanal 9. Damals fand das Spektakel noch am Holzhauer Skihang statt. Mit einem Umzug durch den Ort ging es zum Skihang. Jedes Jahr wurde ein neues Motto gefunden. Das Motto in diesem Jahr, Fernsehschau in Holzhau. Für alle die, die es nicht live hier am Hang sehen konnten, vielleicht ein kleiner Ausschnitt jetzt hier beim Kanal 9. Die Titanic, eine volle Katastrophe. Schneller als geplant flog dann auch die ganze Kiste auseinander. Alles rein, lieber bloß einen Schlingerkurs machen, wie hier unser Postbote mit dem Fahrrad. Das Wetter schien nicht allzu viel für den Holzhauer Skifasching übrig zu haben. Tauwetter und eine aufgeweichte Piste erwarteten die Zuschauer. Narren und solche, die es werden wollen, haben sich einer Tradition verschrieben, wo Ideen und Visionen spontan durch handwerkliches Können umgesetzt werden. Unser diesjähriges Motto ist eine Reise um die ganze Welt. Die Bergwacht rückte aus. Nach kurzem Check blieb der Patient im Schnee liegen. Das soll ja frisch halten. Erst als die großen Euroscheine ausgepackt wurden, kam es zu einer Behandlung und einem etwas rapiatem Abtransport. Womit bewiesen wäre, dass die Gesundheitsreform auch vor den Narren nicht Halt macht. Dies alles war einen Beifall wert. In Holzhau bestimmen wir die närrische Zeit, die Länge der närrischen Zeit. So einfach ist das. Und heute, wenn wir dann aus der Fischerbaude raus sind oder morgen früh, dann ist in Holzhau der Fasching vorbei. Mit einem Trommelwirbel begann der diesjährige Holzhauer Skifasching vor dem ehemaligen Hotel Sachsenstern. Dieser Ort ist für den Faschingsclub des Ortes geschichtsträchtig, denn hier wurde er vor nunmehr 20 Jahren aus der Taufe gehoben. So trafen sich dann auch zahlreiche bunt kostümierte Skifaschingsakteure an genau dieser Stelle. Während am Schulhang versucht wurde, eine menschliche 20 zu bilden, ergriff kein geringerer als der Skikaiser das Wort. 20 Jahre Holzhauer Skifasching bedeutet auch 20 Jahre Skifaschingsclub Holzhau. Das Motto konnte dabei nicht treffender formuliert sein. 20 Jahre Fun und Freude, wir machen Gaudi für die Leute. Hase und Igel erinnerten an das Jahr 1985. Die Wolke 7 schwebte noch einmal zu Tal. Das Papamobil wurde kurzerhand auf Kufen gesetzt und der Papst höchstpersönlich erteilte den Segen. Das ist unser Papamobil, der Herr sei ewig, in aller Ewigkeit. Auch du sollst in den Himmel kommen. Amen. Wenn in Holzhau Schnee liegt, dann ist immer was los. Nach 2 Jahren Pause fand nun zum 21. Male der Holzhauer Skifasching statt. Rund 500 Einwohner und Gäste konnten das Spektakel erleben. Erstmals ging es nicht wie gewohnt an den Skihang, sondern es wurde der Rodelhang an der Bergstraße genutzt. Ja, wir probieren heute wahrscheinlich mit Erfolg zum dritten Mal unser Programm Verkehrte Welt, wie es uns gefällt, durchzuführen. Unter diesem Motto hatten sich der Skifaschingsclub Holzhau wieder so einiges einfallen lassen. Blitz und Donner, ich lasse es heute krachen. Ich bin heute die Prinzessin. Wie hier zu sehen, hatten die drei ihre Rolle ordentlich einstudiert. Verkehrte Welt zeigten auch diese Narren, weiße Essenkehre und schwarze Schneemänner. Auch Brandstifter waren auf dem Rodelhang zu sehen. Gegenüber der Bergstraße 10 stand der Skifasching unter dem Motto Hobbyschau in Holzhau.
Dazu hatten sich die Mitglieder des Skifaschingsclubs Holzau wieder allerlei Lustiges einfallen lassen. Ein Zollstock in Überlänge wusste zu begeistern. Die Ordnungskräfte am Hang sorgten für die strikte Einhaltung karnevalistischen Frohsinns. Heute ist absolute Ordnung auf den Hang. Der Kanal hat hier absolute Ruhe zu halten, sonst brennt die Luft. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Am 19. Februar hieß es in Holzau wieder Fasching am Hang. Das war die erste Möglichkeit in der Region, sich auf die närrischen Tage und Abende einzustimmen. Der Skifaschingsclub Holzau hatte wieder keine Mühen gescheut. Regina Hüttel plauderte aus dem karnevalistischen Nähkästchen. Also 19 Bilder werden gestaltet. Da ist nicht bloß immer ein Akteur, sondern ihr werdet sehen, das sind 5, 6 oder 7 oder noch mehr unterwegs. Wie gesagt, wir haben dieses Jahr das Motto Erzgebirg, wie bist du Ski? Pyrotechnisch wurde ein Schneemann zerlegt. Schon 10-mal waren Moritzburger Touristen dabei. Wir sind die absoluten Stammgäste hier in Holzau. Wir gehen jedes Jahr ins selbe Quartier. Wunderbar hier alles, einmal freie Gäste hier. Wunderbar. Wir haben wunderschönes Wetter und unser diesjähriges Motto ist Sport im Ort und die ganze Welt ist dabei. Vorhang auf, der Spaß beginnt. Endlich, heute ist es soweit. Faschingstreiben hier am Hang, darauf warten Sie schon lang. So mancher Aktive hatte so seine Schwierigkeiten mit dem weichen Schnee. Paddeln heißt das Rudern, um Gottes Willen. Schwerathleten stemmten ihre Gewichte. Die Radsportler mühten sich redlich bei ihrer Schussfahrt. Holzau, können wir weiterempfehlen. Unser Motto dieses Jahr lautet, Filme aus aller Welt werden in Holzau vorgestellt. Als erstes machte sich Familie Feuerstein an die Abfahrt. Der RBC beschäftigte sich mit der Raumfahrt. Da der Fasching bekanntlich auch tagesaktuelle Probleme aufgreift, strandete dieser Kosmonaut im schönen Holzau und sah sich mit Windkrafträdern und der Bürgerbewegung Gegenwind konfrontiert. Ganz einfach hier zum Schluss, he? Aber ich kann mich da immer irgendwie ein bisschen wiederfinden bei der ganzen Sache. Krachend und zischend sah man die RTL Cobra 11 Akteure mit einem Stunt. Auf der Autobahn kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Ja, unser diesjähriges Motto ist totale Verblendung, Dauerwerbesendung. Eine Banane gibt dir viel Kraft, dass viele Dinge du gleichzeitig schaffst. Das Rechenberger aus dem Fasse berauscht uns alle und schmeckt einfach klasse. Wie wird unser Rechenberger dunkel und unser Bockbier die braune Färbung bekommen, erklären wir euch beim nächsten Mal. Diese Vertreter des närrischen Volkes feiern die 5. Jahreszeit sehr gern im Schnee und feierten ihren Skifasching unter dem Motto Party, Spaß und Fun an unserem Faschingshang. Und auch die Riege der Politiker schickte eine Delegation an den kleinen Rodelhang nach Holzau, extra in einer Stretch-Limousine. Neben alteingesessenen Jecken gestaltete auch die Holzauer Jugend einige Programmteile. So gab es eine Schießbude, ein Karussell oder auch eine Eisbar auf Skiern. Und auch eine musikalische Darbietung brachten sie auf die Abfahrtsbretter. Holz! 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 Wir haben dieses Jahr unser Motto vom letzten Jahr genommen. Zirkus, Zauber und Magie gibt's in Holzau heute auf Ski. Nachdem die Zauberer ihre Show zeigten, wurde es messerscharf. Messerwerfer und der Leierkastenmann waren an der Reihe. Natürlich, dass hier der Messerwerfer auch die Frau am Leben lässt. Oh je, oh je, oh je, oh je. Nun wurde es blutig. Da gibt's keine Chance für die Jungfrau. Keine. Also sie war so scharf, dass man aus einer Frau zwei Frauen sägen kann.
Und das haben wir lange trainiert. Und die haben das, also wirklich, ich dachte, die ist sauscharf gewesen. Aus dem asiatischen China waren Tellerdreher zu Gast. Sieht ja super toll aus, ne? Katzen und Mäuse sausten den Hang hinunter und machten ihre Späße. Nun hoffen alle, dass der Skifasching unter dem Motto Eine Reise durch Sachsen, wo auch die schönen Mädchen wachsen, im Jahr 2021 wieder durchgeführt werden kann. Die Mitglieder haben sich viele Gedanken gemacht und viel Zeit in kreative Umsetzung investiert. Und wenn ihr das nächste Mal hier gerne mit dabei sein wollt, kommt einfach nächstes Jahr hier mit nach Holzhau zum Skifasching. Das ist immer Mitte Februar. Und wir freuen uns, wenn ihr hier mit dabei seid. Also, seien Sie gespannt.